Ja, moin Samulaka, Smasher ist hier und wir reden heute über eines der wichtigsten Themen für Sportler im Sinne der Ernährung, und zwar Wasser. Wir werden uns in einer Minute darüber unterhalten, warum Wasser scheiße wichtig für dich ist und wie viel du trinken solltest. Also fangen wir direkt an, labern wir nicht viel. Eine Minute, let's go. Wasser ist scheiße wichtig, weil dein komplettes Hirn mit Wasser funktioniert. Die Nerven funktionieren über elektrische Impulse und diese Impulse funktionieren nur, wenn genug Leiter da ist. Also der Leiter ist in dem Fall Wasser. Das heißt, dein Hirn funktioniert nicht ohne Wasser. Gut. Heißt, viel trinken wegen Wasser. Aber wenn dich dein Hirn nicht bockt und dich nur deine Muskeln interessieren, deine Muskeln profitieren auch scheiße viel von Wasser. Weil Wasser verdünnt das Blut, wenn das Blut zu dick ist, ist der Stoffwechsel eingeschränkt und deine Muskeln werden nicht mehr mit Energie versorgt, der Sauerstoff kommt nicht an und du hast einfach ein Problem, wenn du deinen Muskel benutzen willst. Und wenn du Muskelwachstum haben willst, dann hast du das Problem, dass nicht genug Stoffe im Muskel ankommen. Und er hat das ganze Protein, was du zu dir nimmst, weil du die ganze Zeit Proteinshakes pumpst, weil du denkst, das wäre geil, einfach nicht ankommt. Das heißt, die bringen dir nichts, das Protein kommt nicht an, Pech gehabt. Und des Weiteren, im Alltag relevant, wenn du zu wenig trinkst, bist du scheiße müde. Eine Studie hat herausgefunden, dass 70% mehr Müdigkeit festgestellt wurde in Leuten, die weniger getrunken haben, als in Leuten, die ausreichend viel getrunken haben. Aber jetzt fragst du dich sicherlich, wie viel sollst du trinken? Du sollst 40 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht trinken. Es ist die Frage, warum 40 Milliliter pro Kilogramm? Wer sagt das? Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Wenn du dann eine genauere Aufschlüsselung haben willst in Altersgruppen, der Link dazu ist unten in der Beschreibung. Und für mich als 72 Kilogramm schweren Idioten wären das 2,8 Liter, die ich trinken muss. Ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, 2,8 Liter ist scheiße viel. Habe ich mir auch gedacht. Aber wenn man das so nach und nach trinkt, morgens immer ein bisschen, abends immer ein bisschen, immer eine Flasche neben sich haben, am besten so ein Glas, damit man es einfach ziehen kann und nicht mal eine Flasche aufmachen muss, dann ist es auf jeden Fall machbar. Und bevor ich jetzt hier zu lange rumlabere, ich habe die Minute wahrscheinlich schon längst überschritten, würde ich sagen, ihr subbt einfach rein, wir sehen uns in den nächsten Fitnessvideos, wir sehen uns montags im Livestream oder in dem Vlog wieder. Also haut rein und trinkt genug. Kein Alkohol, Wasser. Man, honestly, I'm starting to believe it. Yes, I know that, man.